Die Welt ist von einem Virus infiziert, in dem wir in den Medien rein gar nichts hören. Dem E-Virus. Energievampirismus raubt uns allen unsere Energie und jeder von uns hat in allen möglichen Lebensbereichen mit Vampiren, E-Vamps, zu tun. Die wenigsten sind sich dessen bewusst und noch weniger, wie sehr sie selbst unter diesem Virus leiden. Dieser Ratgeber gewährt einen genaueren Einblick in die Thematik und erklärt, wie man sich dagegen immunisieren kann. Ein Muss für jeden, der unter anderen Menschen leidet. Herzlich willkommen zu Kapitel 3 aus meinem Buch und aus dem Flowrider. Sie sind durch die Bank weg gute Menschen, die Opfer. Leider zu gutgläubig, zu gutwillig, zu gut für diese Welt des Fressens und Gefressenwerdens. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Harmonie und tun, was sie nur können, um alle um sich herum glücklich zu sehen. Man kann sie erniedrigen, schlagen, demütigen und den letzten Funken Energie aus ihnen herauspressen. Landen sie auf dem Boden vor einem Gänseblümchen oder einem Katzenfoto, blüht ihr Herz gleich wieder auf. Dann stellen sie sich wieder hin, rücken ihr Krönchen gerade und lassen sich wieder fertig machen. Es scheint fast, als würden die E-Vamps ihre wertvolle Zeit mehr zu schätzen wissen als sie selbst, die sie wie Perlen vor die Säue werfen. Sie haben kein Selbstwertgefühl und fühlen sich schwach, unfähig, ihre innere Stärke zu erkennen. Sie lassen sich von anderen beherrschen und dirigieren, sagen Ja und Amen zu den Dingen, die sie erleben, und wissen nicht, dass das Leben so anders aussehen könnte. Sie haben den Glauben anderer Menschen übernommen, ohne fremde Kontrolle hoffnungslos verloren zu sein. Und so suchen sie nach jemandem, der sie vervollständigt, ihre Defizite kompensieren kann, ihnen hilft, im Leben voranzukommen und endlich glücklich zu sein. Sie sind in hohem Maß abhängig von anderen. Ständig auf der Suche nach Bestätigung im Außen müssen sie von anderen hören, dass sie nicht einfach nur nutzlos, sondern etwas wert sind. Sie sind oft depressiv. Zumindest glauben sie das alles von sich, weil sie es nicht anders kennengelernt haben und unter dem Einfluss des E-Virus herangewachsen sind und erzogen wurden. Sie haben den falschen Stimmen Glauben geschenkt, die ihnen ein solch miserables Bild von sich selbst vermittelt haben. Sie ertragen Schläge, Schimpfe, Spott und Hohn und lernen das als Liebe kennen. Weil sie selbst liebende Wesen sind, die Liebe in sich tragen, aber von Leuten umgeben waren, die infiziert waren und ihnen das Gefühl von Liebe nicht vermitteln konnten. Wenn sie das lange genug vorgelebt bekommen haben, verhalten sie sich genauso. Falls sie jemandem begegnen, der sie wirklich liebt, weisen sie ihn ab, weil es sich komisch für sie anfühlt. Jemand, der sie nicht von oben herab behandelt, kann es kaum ernst mit ihnen meinen, der ist komisch, mit dem stimmt irgendwas nicht. Wie oft habe ich von Frauen schon gehört, du kannst mich gar nicht lieben, wenn du mich nicht schlägst. Du kannst mich gar nicht lieben, wenn du nicht eifersüchtig bist. Solche Sachen. Auch das ist eine sehr kranke Form von Gehorsam. Sehr krank, weil sie das Selbstbild sehr verzerrt. Natürlich liste ich hier gerade Extreme auf. Nicht auf jedes Opfer trifft zu 100% alles davon zu. Aber es reicht, sich in dem einen oder anderen wiederzufinden, um sich ernsthaft Gedanken zu machen. Wer ein erfülltes Leben lebt, wird sich in nichts davon wiederfinden.
An einen solchen Punkt kann man gelangen, wenn man sich darüber bewusst wird, dass wir hier mit Manipulationen zu tun haben. Und selig ist, wer weiß, dass Manipulation nur da funktioniert, wo der Manipulierte sich der Manipulation nicht bewusst ist. Genau genommen kann man nicht nicht manipulieren. Alles, was man sagt oder tut, hat eine Auswirkung auf alle, die es mitbekommen. Das passiert ganz beiläufig, meist völlig unbewusst, aber oft genug, doch sehr bewusst und ohne, dass die anderen es mitbekommen. Die wirkliche Schwachstelle der Opfer ist ihr Geist. Ist der erst einmal mit den entsprechenden Gedanken infiziert, kann man mit ihm machen, was man will. Und einen Menschen damit in den Wahnsinn treiben. Das Gute daran ist, dass unser Geist so manipulierbar ist, dass wir ihn ganz bewusst eben auch selbst manipulieren können. Genau das haben aber die meisten Opfer einfach noch nicht mitbekommen und gelernt. Das ist allerdings ein Defizit, das sich beheben lässt. Hoffnungslose Fälle gibt es tatsächlich nicht. Sehr hartnäckige, ja, aber keine hoffnungslosen. Wer wirklich will, kann jederzeit anfangen umzudenken. Und tatsächlich ist das in unserer Gesellschaft in diesen Tagen etwas, das sehr viele Menschen tun, die beginnen langsam, Schritt für Schritt, ihr eigenes Leben zu leben und sich so gegen den E-Virus zu immunisieren. Das war ein sehr kurzes Kapitel. Es geht im nächsten weiter. Nächste Woche um 12 Uhr am Sonntag. Und ich wünsche euch den Frieden. Ach so, hier, wir machen das hier so. Ne? Kommt in einem der nächsten Kapitel auch noch, was es damit auf sich hat.